Schön, dass Sie da sind zur Yoga-Zeit mit Stefanie. Eine kleine Auszeit vom Alltag und viel Entspannung wünscht Ihnen wir24.tv. Herzlich willkommen bei wir24.tv. Ja, es ist wieder soweit, es ist Yoga-Zeit. Ich freue mich super, dass ihr, dass Sie mit dabei sind und dass ich hier so viel Verstärkung habe. Was wir heute machen, ist was ganz Gemütliches. Ganz egal, ob gerade von der Arbeit nach Hause gekommen oder ob es morgens ist, wir machen was Entspannendes. Bequem hinsetzen, das geht übrigens auch auf einem Stuhl, das geht am Boden, das geht auf der Couch. Also genau da, wo du dich gerade befindest. Einfach bequem niederlassen, ob das jetzt im Schneidersitz ist oder ob die Beine ausgestreckt sind. Das bestimmst du selber, sodass du gut sitzt. Und los geht's. Wer möchte, macht schon mal die Augen zu. Und nimmt einfach erst einmal so ein bisschen Kontakt mit seinem Bäuchlein auf. Der Bauch ganz weich und der Atem, der darf da kommen und gehen. Und wenn es dir jetzt mit geschlossenen Augen irgendwie unwohl ist, lässt du die offen, das ist auch okay. Wir versuchen uns so gut es geht aufzurichten, ohne dass es irgendwie zwanghaft wirkt. Und was wir machen möchten heute, wir werden uns ein bisschen um die Schultern kümmern, um den Nacken. Also da, wo gerne die Verspannungen ja drin sitzen, ne, kennen wir alle. Und wir werden uns auch um die Atmung noch ein bisschen kümmern. Und danach kommt das Allerschönste. Meine Schüler lieben es, das Entspannen. Dann nimm mal wahr, wie der Atem kommt und wie dein Atem geht. Auch wenn du jetzt gerade zugeschaltet hast, du bist genau richtig bei wir24.tv. Es ist Steffis Yoga-Zeit. Und das Ein- und Ausatmen lässt du weiter so kommen, wie es geht. Und dann darfst du mit der nächsten Einatmung die Schultern mal richtig hochziehen zu den Ohren. Zieh die mal richtig weit nach oben, genau. Und ausatmen, wieder locker lassen. Sehr schön. Einatmen hoch, ganz hoch, noch höher, noch höher, noch höher. Ausatmen, locker lassen. Genau, noch einmal. Einatmen, zieh hoch, 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 hoch. Und locker lassen. Sehr gut macht ihr das. Letztes Mal. Einatmen, zieh so hoch du kannst. Zieh hoch, hoch, hoch. Und lass sie locker. Sehr schön. Dann darf das rechte Ohr zur rechten Schulter. Und jetzt versuchen wir, die Schulter ganz locker zu lassen. Manchmal will die dann auf einmal so nach oben spazieren. Die lassen wir ganz locker. Die Augen können geschlossen sein. Dein Kiefer jetzt weich. Das geht übrigens auch, wenn du uns gerade übers Internet guckst und während der Arbeit am PC sitzt. Und jetzt hier ganz sanft den Kopf bewegen. Und zwar so, als würdest du zur Schulter gucken wollen. Ganz langsam, genau. Wenn der Sitz unbequem geworden ist, dann machst du den einfach so, dass es zu dir passt. Herzlich willkommen hier zu wir24.tv. Es gibt gerade Yoga. Da darf jeder dabei sein. Jeder Yogini, jeder Yogi. Entspannend ist es heute. Dann komm langsam mit der Mitte an. Heb wieder sanft deinen Kopf. Wenn es weh tut, dann hilft die Hand nach, den wieder aufzurichten. Und dann auf die andere Seite. Oh, spürst du, wie das da wunderbar in den Nacken dehnt? Gerade auch für die, die gerne mal Migräne haben, ist das sehr angenehm. Oder die, die viel am Handy datteln, ist das auch sehr angenehm. Und wie auf der anderen Seite auch, beginn wieder hier den Kopf zu bewegen. Du bestimmst, ob du den bewegen magst. Wenn es unangenehm ist, lässt es einfach sein, ist okay. Der Atem kommt, der Atem geht. Im besten Fall gehen die Gedanken und die gute Laune kommt. Genau. Yoga ist übrigens so viel mehr. Yoga ist nicht einfach nur auf der Matte sitzen und irgendwelche Übungen fabrizieren. Yoga ist eine ganze Einstellung. Yoga ist das Üben, auch unabhängig davon, ob du auf einer Matte sitzt. Also wenn du rausgehst, vielleicht mit deinem Kollegen einfach einen Tee hinstellen oder höflich eine Tür aufhalten. Und dann komm langsam in der Mitte an. Heb deinen Kopf wieder zurück zur Mitte, genau. Und dann nimm den rechten Arm nach vorne. Und mit der linken Hand ziehst du jetzt einfach nur die Finger zu dir ran. Genau. Genau, in die andere Richtung. Wir ziehen erst nach unten die Finger
Genau, so rum. Lass die Schulter ganz entspannt. Gesicht ist entspannt, Kiefer ist entspannt. Natürlich darfst du ein bisschen lächeln, wenn du möchtest, dann macht es gleich mehr Spaß. Die Augen können geschlossen sein. Und hier spürst du sicherlich gerade, dass wir hier den Arm wunderbar dehnen. Und diese Dehnungen sind sehr, sehr wichtig, weil auch Faszien, die im Gewebe sind, das sind so, wenn du Fleisch isst, hast du das bestimmt schon mal gesehen, so ganz dünne, weiße Fädchen, wie so ein dünner Nähgarn. Und wenn das härter wird, dann kommen so die ersten Verspannungen. Das kann echt unangenehm sein. Jetzt aber in die andere Richtung. Jetzt darf der Finger hoch und wir ziehen so rum. Genau. Atem kommt, Atem geht. Und um den Atem kümmern wir uns auch gleich noch. Da gibt es nämlich ganz tolle Möglichkeiten, damit wir mehr Achtsamkeit in den Atem legen. Und dann hier einmal die Hand ausschütteln. Genau. Dasselbe auf der anderen Seite. Wir ziehen von der linken Hand die Finger nach unten, lassen die Schulter entspannt. Du bestimmst, wie du sitzen möchtest. Und du kannst noch mitmachen, auch wenn du jetzt erst dazu kommst. Ist nie zu spät. Und die Mädels hier hinter mir sind auch ganz fleißig mit dabei. Alles Yoga-Neulinge, bis auf eine, die hat neulich zum ersten Mal Yoga gemacht. Und da seht ihr wieder, jeder und jede kann Yoga. Das ist das Tolle. Egal wie groß du bist, wie klein du bist. Ja, ich habe es gerade zu 1,60 geschafft. Also auch das geht. Egal wie schwer du bist. Und ich verspreche euch eins, die Laune wird einfach durch Yoga besser. Und dann nimm die Finger nach oben bitte. Zieh einmal hier, genau. Jetzt dehnen wir die Rückseite und das dehnt bis zum Schulterblattgelenk. Du sitzt so, dass es für dich passt. Kannst auf dem Sofa sitzen, auf dem Stuhl, kann der Schreibtischstuhl sein, der Boden. So, dass es für dich gut ist. Und auch hier einmal ausschütteln. Wer seine Knie hier mitdehnen möchte, der kommt in einen anderen Sitz für die nächste Übung und setzt sich auf die Fersen. Wer jetzt erst ein Knieproblem hatte, der bleibt bequem sitzen. Wer merkt, oh, voll unbequem, setzt sich gleich wieder anders hin. Wenn deine Venen ein bisschen stärker zu sehen sind, kannst du dir ein Kissen da dazwischen klemmen, zwischen Unterschenkel und Oberschenkel, dann ist es angenehmer. Jetzt machen wir eine lustige Übung. Und je weniger wir jetzt denken, desto einfacher geht die. Du nimmst die Arme bitte nach vorne. Jetzt geht der rechte Arm unter den linken, rechts unter links. Jetzt klappen wir beide Arme nach oben. Jetzt drehen wir die Hände so, dass die Handrücken zueinander gucken. Und jetzt will die Hand, die näher an der Nase ist, rüber nach rechts und die linke will an die Handfläche. Das sind die Adlerarme. Ich weiß, das ist total kompliziert. Je weniger wir nachdenken, desto leichter geht's. Wenn die Schulter das nicht erlaubt, dann umarmst du dich. Das tut auch gut. Können wir alle gut brauchen. Sich selber mal so ein bisschen umarmen, ist auch eine schöne Sache. Genau. Entweder hier oder hier. Hier wird jetzt gerade deine Muskulatur gedehnt am Schulterblatt. Das ist sehr angenehm. Da, wo die Verspannungen sind. Genau. Und da schnaufen wir einmal rein, ganz tief einatmen. Über den Mund aus, mach das nochmal ein und jetzt darfst du die Schwingen öffnen, einatmen, einmal die Arme weit, 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 weit und weil es so schön ist, gleich die andere Richtung, die Arme gehen nach vorn, links unter rechts, Arme nach oben, Handrücken gucken zueinander, der Daumen, der näher an der Nase ist, will an die Handfläche. Wenn das nicht funktioniert, macht gar nichts. Umarmen ist auch schön. Sich so selber mal zu berühren, ist auch eine ganz wichtige Sache. Lernen wir auch im Yoga wieder. Unser Körpergefühl ist sowas Wichtiges. Wenn wir spüren, wie sich der Körper anfühlt, dann sind wir einfach auch viel sicherer auf den Beinen. Du atmest bequem, kannst die Augen schließen. Kannst dich auch schaukeln, das ist was ganz Beruhigendes. Macht man ja bei Kindern gerne, ne? Wenn die weinen. Was machen wir? Wir schaukeln. Und egal, ob wir 50, 60, 70, 80 sind, als Erwachsener mögen wir das auch. Entweder hier oder in dem vollen Adlerarm. Nochmal zur Nase ein, über den Mund aus. Das Alte darf gehen, einatmen, Neues kommt. Altes darf gehen. Und dann öffne mit der Einatmung die Arme ganz weit, 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 weit. Und aus.
Du kannst dich wieder bequemer setzen, damit die Beinchen nicht einschlafen. Wir gehen einmal zur Atmung. Wenn du merkst, oh, irgendwie, ich brauche jetzt was anderes, ich will mich legen, darfst du dich auch legen. Wir werden atmen und zwar auf Takte. Das heißt, wir versuchen das Einatmen jetzt 5 Sekunden zu dehnen. Ja? Also dein Einatmen geht jetzt 5 Sekunden. Du atmest ein, 1, 2, 3, 4, 5. Dann hältst du kurz die Luft und dann atmest du genauso lang wieder aus. Und zwar auch auf 5. Also ausatmen, 1, 2, 3, 4 bis hier noch, 5. Genau, das probieren wir gemeinsam. Ganz entspannt bleiben, wenn du merkst, ey, was denkt die Steffi, ich kann auf gar keinen Fall so lange ein- und ausatmen. Das werdet ihr auch an ihnen gleich sehen, ja, dass sie sagen, oh, bist du verrückt. Dann atmest du einfach kürzer oder wenn du schon erprobter bist, vielleicht bist du Taucherin oder Taucher, atmest du länger, so dass es für dich passt. Wir beginnen. Setz dich bequem, Schultern locker, Gesicht entspannt, du darfst auch ein bisschen runder sein, so dass es für dich passt. Atme erstmal bequem ein und aus. Über die Nase ein, über den Mund aus. Und jetzt 5 Sekunden lang einatmen. Ein, 1, 2, 3, 4, 5 geschafft. Halte. Und jetzt 5 Sekunden am Stück aus. 1, 2, 3, bis hier noch 4, 5. Halten. Sehr gut. Und wieder ein. Einatmen. 2, 3, 4, 5, halten und aus. 1, 2, 3, 4, 5, super, Atem halten, wieder einatmen. 1, 2, 3, 4, 5, Atem halten und aus. 1, 2, 3, 4, 5, du kannst länger oder kürzer halten. Einatmen zur Nase. 1, 2, 3, 4, 5. Atem halten. Genau. Und über die Nase aus. 1, 2, 3, 4, 5. Atem halten. Noch zweimal, okay? Einatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Halten. Und aus. 1, 2, 3, 4, 5. Halten. Letzter Durchgang. Einatmen. Und aus. Halten. Spür mal kurz nach. Atme bequem ein und aus. Merkst du, wie da Ruhe in den Körper gekommen ist? Ganz schön gut, gell? Auch das ist Yoga. Achtsamkeit im Atem. Die Ruhe im Alltag finden. Und weil ihr so prima mitgemacht habt, kommt jetzt das Schönste. Ihr dürft euch auf den Rücken legen. Wenn du jetzt keine Gelegenheit hast zu liegen, weil der Chef vielleicht sich denkt, was machst denn du da am Arbeitsplatz, dann setzt du dich einfach auf den Stuhl, das ist auch okay. Wer möchte, legt sich auf den Rücken. Also legt euch gerne ab, ihr habt es euch verdient. Legt euch auf den Rücken. Ich bleib sitzen, denn ich habe noch ein ganz tolles Klangspiel dabei. Die Füße fallen locker nach außen. Die Handflächen schauen nach oben. Das Ganze nennt sich Shavasana. Shavasana ist die Entspannung, ist die Lieblingshaltung meiner Yogaschülerinnen und Schüler. Der Atem kommt und geht und das Schöne ist, ihr braucht jetzt nichts zu tun. Einfach nur zu lauschen, zu atmen und auszuruhen. Macht die Augen zu. Spür in deinen Körper. Und folge einfach meinen Worten, zu dem Körperteil, was ich dir sage. Ich entspanne meine Füße und meine Beine. Meine Füße und Beine sind schwer, ganz schwer.
ganz entspannt. Ich entspanne meine Hüfte, Becken und Gesäß. Hüfte, Becken und Gesäß sind entspannt. Ich entspanne meinen Rücken, meinen gesamten Rücken, unteren Rücken, mittleren Rücken und oberen Rücken. Ich entspanne meinen Bauch und die Bauchorgane. Bauch und Bauchorgane sind entspannt. Ich entspanne meine Brust, Brustraum, Herz und Lunge. Ganz entspannt. Ich entspanne meine Finger, Hände und Handgelenke. Meine Arme, ganz schwere Arme, ganz entspannt. Ich entspanne meine Schultern, Nacken, Hals und Kehlkopf. Schultern, Nacken, Hals und Kehlkopf sind entspannt. Ich entspanne mein Gesicht, meine Stirn. Ganz glatte Stirn. Ich entspanne mein Kiefer und meine Zunge. Behutsam rutscht meine Zunge nach hinten unten in den Rachenraum. Ganz entspannt. Entspanne meine Zähne, Zahnfleisch und Lippen. Ganz durchblutete Lippen. Entspanne meine Nase und Nasenflügel. Meine Augen. Und die sanften Augenlider sind entspannt. Meine Augäpfel ruhen in den Augenhöhlen. Ganz entspannt. Ich entspanne meine Ohren, Kopf und Kopfhaut. Ohren, Kopf und Kopfhaut und mein gesamter Körper sind absolut entspannt, entspannt, entspannt.
kannst du entweder weiter schlafen oder du wachst langsam auf, bewegst die Füße, die Finger, streckst dich, gähnst wie ein Löwe, rüttelst dich, schüttelst dich und genießt deinen Tag. So toll, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, wir sehen uns hier ganz bald wieder bei wir24.tv. Das war die Entspannungssequenz. Die kannst du so oft du magst wiederholen. Danke fürs Mitmachen. Und genauso schnell haben wir jetzt alle 12 Hauptgelenke trainiert. Gut, oder? Und das können Sie jeden Tag machen, egal um welche Uhrzeit. Einfach dabei sein, denn hier bei wir24.tv, da gibt es jetzt Yoga. Nach einer kurzen Pause geht es spannend weiter. Hier auf wir24.tv. So fühlt sich dein Sport mit dem falschen Sportgetränk an. Doch damit ist Schluss. Von jetzt an bist du perfekt ausgerüstet. Denn Charge Balance ist maßgeschneidert für deinen Ausgleichssport. Mit allem, was du für einen fitten Körper benötigst. Charge Sport Rings bestehen aus sorgfältig ausgewählten, hochfunktionellen Inhaltsstoffen. So unterstützen sie dich, optimal dein Bestes zu geben. Charge. Live your nature. Jede Scheibe wird wie die andere, egal ob dick oder hauchdünn. Das Schnittfix schneidet einfach alles. Ob Brot, Käse, Wurst, Gemüse, Zwiebeln. Schnell und einfach, appetitlich geschnitten. Zu Hause oder im Wohnmobil. Hier auf wir24.tv. Wo gehobelt wird, da gibt's Gemüse. Schnell und einfach mit dem TNS 3000. Egal ob Auflauf, Pommes oder Salat. Ob deftig oder süß. Das Multitalent sollte in keiner Küche fehlen. Der TNS 3000. Hier bei wir24.tv. Bei Eleni habe ich ja viele Produkte für sie. Für ihr Aussehen, für ihre Schönheit, für ihr Wohlbefinden. Und wer sich zum Beispiel ganz oft die Hände waschen möchte und das auf biozertifizierte, vegane Art und Weise, da gibt's das Seifenkonzentrat mit Bio-Zitronenmelisse, mit Bio-Lindenblütenextrakt. Und jetzt kommt das Allerbeste, die mitgelieferte Mischflasche. Die füllen sie damit tatsächlich 100 Mal. Das heißt, das ist auch noch nachhaltig und schont ihren Geldbeutel. Schauen Sie gerne nach auf www.wir24.tv unter der Rubrik Eleni. Hallo meine Damen und Herren, wir hier bei wir24.tv zeigen Ihnen Reinigungsprodukte aus dem Hause To Clean. Ich bin die Sabine und seien Sie gespannt, was ich für Überraschungen für Sie bereit habe. Clevere und tolle Ideen rund um Ihr Zuhause. Unverzichtbare Haushaltshelfer. Täglich hier bei wir24.tv. Unsere Geschenkempfehlung zu Weihnachten, die Brotzeitmesser. Da macht das Frühstück Spaß. Die Messer besitzen einen ergonomisch geformten Griff mit Buckelform, eine breite Klinge, ideal zum Streichen, sind scharf und extrem langlebig. Unsere Brotzeitmesser kommen im Quartett, in tollen Farben. Freuen Sie sich auf Ihre neuen Lieblingsmesser. Hier auf wir24.tv. Es wird spannend. Jack Londons Abenteuer Südsee. Alle Folgen hier auf wir24.tv. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Ich grüße euch zurück, Mai, schön hier zu sein. Und wir haben ja vorhin kurz gesprochen, Yoga ist ja eben Bewegung, Atmung und auch die richtige Ernährung. Und ich esse am liebsten morgens Porridge, weißt du warum? Weil sowas Warmes im Bauch, das ist so angenehm, da ist der Tag gleich anders.
Wer Lust drauf hat, das kriegst du in jeder Drogerie, kriegst du in jedem Laden. Was wir brauchen, was ich jetzt hier dabei habe, ist einmal, ich nehme in dem Fall jetzt Hafermilch, geht mit jeder anderen Milch genauso gut. Ich habe Haferflocken, und zwar die feinblättrigen Haferflocken. Genau. Haferflocken. Und was ich noch mit habe, kennt vielleicht nicht jeder, das ist Erdmandelpulver, und also geriebene Erdmandeln. Okay. Und die sind der Hammer für die Verdauung. Die haben super ultra viel Ballaststoffe. Und dann geht es ratzfatz, ja, also meine Tochter zu Hause kriegt das jeden Morgen. Ich weiß nicht, ob sie sich wirklich drüber freut, aber sie kriegt es immer morgens. Es sieht so schon mal sehr lecker aus, und ich glaube, das ist ein Frühstück, was richtig lange satt hält, ne, was einen guten Nährwert hat, genau, und was einen glücklich macht. Ja, du, Haferflocken ist tatsächlich so, durch die Vitamine, die drin sind, also wir machen einfach nur die Milch in den Topf. Es wird auch nicht alles richtig gekocht, sondern es wird nur erwärmt. Also das soll nicht sprudeln wie Nudelwasser. Dann kannst du direkt eben bestimmen, wie viel du isst. Ja, da kommen dann deine Haferflocken mit dazu. Was schätzt du, wie viel werden es ungefähr sein? So, also 100 Gramm vielleicht? Ja, das sind jetzt maximal so 50 Gramm. 50 das reicht Gramm? Für eine Person, genau. Und dann gebe ich halt super gerne Erdmandelpulver rein, weil das macht ultra lange satt. Das werden sie daheim merken. Erdmandelpulver gibt es auch in jeder Drogerie. Kannst du da auch kaufen oder im Bioladen. Okay. Also, da mache ich 2 Teelöffel rein. Und weil ich das halt so liebe, und apropos glücklich, Cashewnüsse. Cashewnüsse haben viele B-Vitamine. Ja. Und das regt das Hirn an. Und wusstest du, dass die anregen, dass Serotonin ausgeschüttet wird? Die Glücklichmacher? Ja, okay. Ist ein Glücklichmacher. Also kommt bei mir immer noch ein Löffel mit Cashewmus rein. Und das machst du nach Belieben, ja? Das ist am Anfang immer ein bisschen zäh, bis das Ganze warm wird. Kriege ich das überall? Das Cashewmus kriegst du mittlerweile auch im Bioladen immer. Kriegst du auch in der Drogerie. Kommt immer drauf an, was du möchtest. Und den Rest, den schlägst du natürlich immer ab. Ne? Es sei dir gegönnt. Hättest mal lieber 2 Löffel mitgebracht. Beim nächsten Mal. Und dann wirst du das Ganze erwärmen. Und bestimmst einfach, wie warm du es möchtest. Also wichtig ist, dass wir nichts verkochen und dass die kurz auch quellen können. Durch die feinblättrigen finde ich halt immer cool, da musst du nicht lange warten. Ja, genau. Genau, dann braucht es nicht lange quellen. Und jetzt schalte ich den doch einmal höher. Das ist für die ungeduldigen Yogis. Was? Ja, also ich finde, das ist natürlich eine ganz tolle Rezeptur, weil du kriegst ja ein bisschen Süße rein. Ja, genau. Es ist mega gesund, es beschwert einfach auch nicht. Ne? Und man ist danach relativ lange satt. Ne? Das ist es. Also ist nicht mit Essen beschäftigt, was esse ich als nächstes? Genau, das ist es halt. Du hast ein perfektes Frühstück, vor allem, weil du warm beginnst. Und es hat nichts mit irgendeinem Haferschleim von früher zu tun. Null, gar nichts. So ein Porridge, da kommen kernige Flocken rein und das kannst du auch mischen. Es darf auch ein Müsli mit rein, es können Knusperflocken mit rein. Also nach Belieben. Das ist ja das Tolle, man weiß, was drin ist, ja, und man kann sich das aussuchen. Ne? Vielleicht Das der eine mag Heidelbeeren, der andere vielleicht eine Banane, ne? Wenn du noch mehr Serotonin haben möchte. Als Topping macht man nämlich noch Banane mit drüber, ein paar Heidelbeeren. Dann sieht das Ganze auch schön aus, weil das Auge isst mit. Und wir haben immer die Möglichkeit, also ich mag es tatsächlich nur mit Milch dazu, weil es sämiger wird. Okay. Theoretisch könntest du jetzt auch Wasser reinmachen, aber das finde ich ein bisschen lame. Ein bisschen Luxus, wo wir uns ja gönnen. Ne? Genau, so finde ich es auch. Also, und während das hier jetzt schon mal vor sich hinkocht, hast du Lust, dass wir den Matcha zubereiten? Oh, das würde ich tun. Ich würde jetzt einfach mal die Milch, ne? Die du hast Hafermilch gewählt, ja? Ich habe Hafermilch gewählt, genau, und ich habe jetzt hier meine Milchmaschine mitgebracht. Das ist natürlich ein Luxus, schickes Luxusteil, ne? Nein, das brauchen wir jetzt daheim nicht, ja? Hier wird meine Milch gerade geschäumt hier innen drinnen, und wer das nicht hat, der nimmt einen Topf und erwärmt kurz eben die Milch so. Oh, Steff, was hat man hier gerade im Bild? Das da ist mein Matcha-Besen, so, und den brauchen aus. Wir. Ja. Okay. Und das, was wir jetzt hier machen, ich stelle mal hier einmal auf die Seite, ist, so, da läuft alles, das, was wir jetzt hier machen, ist eine Mini-Zeremonie. Okay. Dazu haben wir ein Matcha-Löffelchen. Die Farbe übrigens, die bleibt dann grün. Ich habe ja vorhin bei unserem Talk, habe ich ja schon gesagt, ich kenne ja Matcha. Ne? Das ist ja wie so ein, also ich sag mal, ein richtiger, es sind ja ganz viele Inhaltsstoffe drin, ja, dem unheimlich viel nachgesagt wird. Ja? Ich formuliere es mal geschmeidig. Ne? Chlorophyll zum Beispiel, ähnlich unserem Blut, ne? Das habe ich gelesen. Ja. Ja, und das ist natürlich, wer grüne Smoothies mag, ne? Da kann das wunderbar rein. Unbedingt. Und das habe ich jetzt noch selber noch nicht ausprobiert mit dem Matcha-Tee. Musst du probieren. Ja. Also was wir machen, ist heute die Matcha-Latte. Wichtig ist die Qualität, die du hast. Also dass der Matcha, der sollte richtig grün sein. Okay. Eben nicht gelblich, nicht bräunlich, sondern grün. Das ist ein Superfood, ne? Genau, ist, ja, absolut. Ist also ein Grüntee.
Das heißt pulverisierte Grünteeblätter. Mhm. Und mein für die, also morgens am besten zum Trinken, weil der natürlich auch wach macht. Okay. Was der noch hat, ist, der regt auch ganz viele Hirnprozesse an. Das ist total verrückt, was Matcha alles kann. Dazu gibt es eben Matcha-Besen, die wir benutzen. Wir nehmen warmes Wasser, also das hat einmal aufgekocht und dann kommt es rein, so 70 Grad. Und dann bitte erstmal wenig Wasser und dann geht's los, dass du mit dem Besen schlägst. Einfach aufschlagen, bis diese Krümelchen, hoffe ihr könnt sehen, sonst gehe ich weiter rüber. Ja, geh mal weiter rüber. Ich glaube, da ist die Kamera an der Decke, da kann man wunderbar mal hinschauen. Pass mal auf, ich gehe hier hin, damit ich nicht bei dem heißen Herd bin. Ja, schaut mal. Das ist toll. Einfach dann ein bisschen Wasser, also zum Anfang nur ganz wenig Wasser rein, weil sonst kannst du nicht gescheit schlagen. Und dann schlagen wir den Matcha auf, dadurch kommt Luft noch mal mit rein. Und so ein Matcha-Besen kriegst du mittlerweile auch in der Drogerie. Ich darf das hier einmal stehen lassen. Guck, in der Zeit ist auch meine Milch warm. Oh, machen ja, das alles stimmt, gleichzeitig. Ne? Brauche ich gar nicht ausmachen, ist hier schon schalte aus, ich einmal aus, ne? Genau. Und wenn du willst, darfst du dann natürlich hier auch von kosten. Ja, ich bitte also, darum. Wir haben jetzt die Möglichkeit, man je nach Belieben. Du kannst sagen, ich fülle es nur mit Wasser auf, dann hast du Matcha-Tee. Oder du sagst einfach, ich mache es wie die Steffi hier. Und so, nimmst einmal deine Milch. Und schüttest die da rein und da ist eben, ich habe jetzt Hafermilch gewählt, okay, weil die einfach super gut zum Verdauen ist. Das sieht aber schon gut aus. Ne? Und dann noch ein bisschen Wasser. Noch einmal ein bisschen Wasser. Aber das ist auch, ich sehe das schon an deinen, ich sag mal am Matcha-Pinsel, ja, heißt so, gell? Matcha-Besen? Ja, das ist der Matcha-Besen. Okay, genau. Am Matcha-Besen. Ich sehe das aber auch an der Schale, dass das du das so richtig, dass du das richtig zelebrierst. Ja. Ne? Also das ist natürlich phänomenal. Ja. Man sieht auch schon original, da kann ich nicht fallen lassen. Darf ich die so nehmen oder soll ich mit dem Löffelchen probieren? Wie du weil, magst. Weil ich weiß, ich ja, du bist nachher nicht trinkst, dieser heilige Matcha. Ich sag immer, das ist Gold. Ich nehme mir mal ein Löffelchen. Ja? Sonst wird es eingeflößt, wenn sie es nicht trinkt. Also Matcha ist tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Also ich habe es wirklich noch nie getrunken. Bei mir ist es immer in den Smoothie rein. Ja? Also wenn man sagt, ich mache so ein bisschen Spinat, was Gesundes. Ne? Manchmal schmeckt es, manchmal nicht. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie der so schmeckt mit der Hafermilch. Ne? Sie muss gut also wirklich, lecker, ich muss nicht gut sagen, aber ich will gut sagen. Also ne? das ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Es gibt viele Leute, weil Matcha weißt du, kennen wir nicht vom Geschmack. Nee, das kennen wir nicht und genau. Es schmeckt ein bisschen grün. Ja. Also jeder, der ein bisschen sich gesund ernährt, der weiß, wie grün schmeckt. Ja, ja? Genau, da hast du es richtig gesagt. Richtig. Und das sind genau ja die wichtigen und Stoffe. Du schmeckst aber auch die Hafermilch durch. Ja. Ja? Also wie beispielsweise so Weizengraspulver, so ähnlich. Ja, ne? So, genau, so ein Geschmack, so kann man es fast vergleichen. Genau. Oder so Spiruli. Und ich finde, das hat aber durch die Milch jetzt eine ganz kleine Süße. Ja. Ne, weil der Matcha-Tee, ich weiß es vom Smoothie, der ist eher bitter. Ein bisschen herb und bitter. Ja. Bitter ist aber gut für die Leber, habe ich mir sagen lassen. Ne? Bitterstoffe, genau. Bitter ist voll wichtig. Bitter ist übrigens das neue Süß. Ja, das stimmt. Ja. Weil man braucht weniger Süß, wenn man mehr Bitter hat. Exakt. Also das bedeutet auch, es ist wieder gut für die Linie. Ja, weil die Galle nämlich angeregt aber das nächste wird. Mal, Stefanie, wenn du das nächste Mal kommst, ja, dann bringst du doch zwei Schüsseln mit, die wir dann machen. Du, das wäre eine gute Idee. Also ich wäre da echt schon. Das heißt, ich bräuchte noch eine japanische Schüssel. Du bräuchte echt eine japanische Schüssel. Die habe ich übrigens von meinem Zen-Meister aus Japan geschenkt bekommen. Das finde ich phänomenal, weil wir haben ja auch schon beim Talk, ne, falls Sie den Talk verpasst haben, schauen Sie einfach, ne, wir wiederholen auch manchmal, oder Sie schauen einfach und streamen einfach mal bei wir24.tv, weil das ist einfach so ein richtiges Lebensgefühl, eine Einstellung. Das ist nicht nur ein bisschen Yoga machen, also das wirklich nicht verpassen. Das ist wirklich, wenn man sich damit beschäftigt, ne, das ist für Körper, für Geist, für Seele. Ich habe mit so vielen heute geredet, ne, die beim Yoga waren, toll, mit der Cindy, mit der Emma. Und alle haben gesagt, Mensch, das dachte ich gar nicht. Ich dachte, Yoga wäre nur so ein bisschen, Yoga ist wirklich phänomenal. Da kann man so viel erreichen für den Körper, ne, einfach zum Entspannen, für so viele Bereiche des Lebens. Und deswegen finde ich das so sensationell, dass du uns hier die kleinen Geheimnisse sozusagen der Zubereitung bringst. Das mache ich doch gern. Guck mal, mein Porridge ist schon so weit. Okay. Also jetzt ist er richtig sämig. Wenn er sämig ist, habe ich ihn am liebsten. Ja, super lecker. Und dann können wir jetzt garnieren, wie wir wollen. Ich habe mir gedacht, heute kommen da ein paar leckere Blaubeeren rein. Stefanie, ja. Du hast doch da zwei Schälchen, oder? Ja, ich mache dir gleich noch eines fertig. Aber natürlich. Schau mal, die erste bekommst du. Wirklich? Die erste kriegst du, ja klar. Ich schneide jetzt noch ein bisschen. Magst du Banane? Ja, Banane mag ich sehr gerne. Und vor allen Dingen ist es auch eine tolle Süße. Ja, und Banane hat viel Kalium, ist auch wichtig. Brauchen wir auch. Und schöner sieht es immer aus, wenn man es ein bisschen
so einfach abbricht, finde ich. Okay. Aber meine, weißt du mal, hier im Fernsehen, da schneiden wir das natürlich. So, und guck hier, du darfst. Aber ich hätte noch meinen Matcha-Löffel, wenn du den möchtest. Komm. Komm, lass dir schmecken. Vielen Dank. Ich zeige Ihnen das nochmal. Das hat ja gar nicht lange gedauert. Ne? Es ging ratzfatz, ja. Und das sieht echt lecker aus. Es ist ein ganz reichhaltiges Frühstück, so muss man das mal sagen. Man braucht auch gar nicht viel. Das hält richtig, richtig lange satt. Ne? Ich kenne das ja auch, Haferflocken, ne? Beispielsweise ja. Porridge, ne? Das mag ja. ich auch. Und schmeckt dir das Rezept? Mm. Guck dir das mal an. Schön sämig. Ist halt auch durch das Cashew-Mousse bekommt es auch nochmal einen anderen Gehalt, ne? Absolut toll. Also das ist wirklich blitzschnell. Weißt du, Stefanie, was wir einfach machen? Wir blenden einfach dann das ganz kurz nochmal ein, was du alles verwendet hast. Ne? Gute Idee. Ne? Dann kann jeder nachkaufen. Drin. Ja, da ist die Hafermilch drin, aber man könnte auch, wenn man sagt, ich du möchte normale Milch, nehmen, kann man nehmen, wenn man will. Wasser kann man auch nehmen, wenn man sagt, ich will total alles reduzieren auf das Wesentliche. Ne? Vielleicht ein, zwei Kilo, ne? Nämlich Wasser. Geht auch. Dann hat man ja trotzdem noch durch die Banane und die Früchte, die man reingibt. Genau, Cashew-Mousse reingegeben. Boah, super. Und dann hast du halt ein fertiges Frühstück. Geht auch zwischendurch. Oder auch, wenn jemand sagt, gut, am ganz späten Abend würde ich es jetzt nicht essen, weil es heißt auch, mich sticht der Hafer. Hafer ist was, was auch aktiv macht. Wirklich? Ja. Ja, dann. Deswegen lieber morgens, dann hast du wirklich die beste Grundlage. Und ich denke auch immer an alle Schulkinder. Schalten Sie öfters mal ein bei wir24.tv. Stefanie wird auch öfters mal da sein. Also ich freue mich auf das nächste Mal und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Ne? Egal ja, zu welcher Zeit. Ja, auf jeden Fall, oder? Macht's gut, Steff. Ne? Tschüss. Ciao. Nach einer kurzen Pause geht es spannend weiter. Hier auf wir24.tv. So fühlt sich dein Sport mit dem falschen Sportgetränk an. Doch damit ist Schluss. Von jetzt an bist du perfekt ausgerüstet. Denn Charge Balance ist maßgeschneidert für deinen Ausgleichssport. Mit allem, was du für einen fitten Körper benötigst. Charge Sport Rings bestehen aus sorgfältig ausgewählten, hochfunktionellen Inhaltsstoffen. So unterstützen sie dich, optimal dein Bestes zu geben. Charge. Live your nature. Jede Scheibe wird wie die andere, egal ob dick oder hauchdünn. Das Schnittfix schneidet einfach alles. Ob Brot, Käse, Wurst, Gemüse, Zwiebeln. Schnell und einfach, appetitlich geschnitten. Zu Hause oder im Wohnmobil. Hier auf wir24.tv. Wo gehobelt wird, da gibt's Gemüse. Schnell und einfach mit dem TNS 3000. Egal ob Auflauf, Pommes oder Salat. Ob deftig oder süß, das Multitalent sollte in keiner Küche fehlen. Der TNS 3000. Hier bei wir24.tv. Bei Eleni habe ich ja viele Produkte für sie. Für ihr Aussehen, für ihre Schönheit, für ihr Wohlbefinden. Und wer sich zum Beispiel ganz oft die Hände waschen möchte und das auf biozertifizierte, vegane Art und Weise, da gibt's das Seifenkonzentrat mit Bio-Zitronenmelisse, mit Bio-Lindenblütenextrakt. Und jetzt kommt das Allerbeste, die mitgelieferte Mischflasche. Die füllen sie damit tatsächlich 100 Mal. Das heißt, das ist auch noch nachhaltig und schont ihren Geldbeutel. Schauen Sie gerne nach auf www.wir24.tv unter der Rubrik Eleni. Hallo meine Damen und Herren, wir hier bei wir24.tv zeigen Ihnen Reinigungsprodukte aus dem Hause To Clean. Ich bin die Sabine und seien Sie gespannt, was ich für Überraschungen für Sie bereit habe. Clevere und tolle Ideen rund um Ihr Zuhause. Unverzichtbare Haushaltshelfer. Täglich hier bei wir24.tv. Unsere Geschenkempfehlung zu Weihnachten, die Brotzeitmesser. Da macht das Frühstück Spaß. Die Messer besitzen einen ergonomisch geformten Griff mit Buckelform, eine breite Klinge, ideal zum Streichen, sind scharf und extrem langlebig. Unsere Brotzeitmesser kommen im Quartett, in tollen Farben. Freuen Sie sich auf Ihre neuen Lieblingsmesser. Hier auf wir24.tv.
Kleine Eule, große Freude. Kuscheln, wohlfühlen, zudecken und wärmen. Für zu Hause, unterwegs und den Besuch bei den Großeltern. Einkuscheln und wohlfühlen, die kleine Eule. Hier auf 424.tv. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Tja, was wäre dieser Sendetag bei wir24.tv ohne eine neue Folge von Medizin nach Noten? Das sind wir schon wieder. Mit wir ist natürlich die Carina gemeint und auch der Dia. Und lieber Dia, heute haben wir ja einen Themenschwerpunkt, der gleichzeitig sexy ist, aber auch ein bisschen heftig zum Trainieren. Es wird anstrengend, es geht nämlich um den Bauch. Genau, genau. Nicht nur um den Bauch, sondern auch um die komplette Rumpfmuskulatur. Richtig. Okay. Also nicht nur vorne und hinten, weil es sind eben Gegenspieler und da ist wirklich wichtig, dass man eben, wenn man seinen Bauch trainiert, wo natürlich optisch immer der Fokus drauf liegt, am Strand vor allem, aber auch seinen Rücken trainiert, damit man eine gesunde Körperstellung einfach hat. Also mit anderen Worten, wenn du am Strand spazieren gehst, je mehr Sixpack kommt, umso mehr Telefonnummern bekommst du zugesteckt. Also dazu darf ich jetzt keine Info geben. Ah, verstehe, verstehe. Ich glaube, wir alle wissen die Antwort. Okay. Ja, dann sorg dafür, dass wir auch endlich Telefonnummern bekommen. Dann fangen wir gleich mal an. Dafür dürfen wir uns erstmal auf den Boden setzen. Okay. Und die erste Übung heißt ganz typisch Crunches, ne? Ja. Dafür legen wir die Füße einfach straight auf den Boden. Wir sind noch schön aufgestellt, da sieht das jeder. Man nimmt die Hände übereinander und tut sie zwischen die Beine nach vorne führen. Ja. Dabei ist vor allem wichtig, dass man sein Kreuz hier rollt. Also man geht nach vorne und wieder zurück. Nach vorne und wieder zurück. Ohne sich ständig abzulegen. Der Kopf bleibt immer oben. Nach vorne und wieder zurück. Nach vorne und wieder zurück. Okay, genau, alles klar. Das war es auch schon. Und da fangen wir auch gleich an. Genau eine Minute lang. In 3, 2, 1 und los. Nach vorne und wieder zurück. Genau. Oh, bei mir knackst schon. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. In der Locker hat sich auf hat sie schon die erste Verspannung gelöst. Genau. So, und das geht jetzt vor allem auf die gerade Bauchmuskulatur. Ja. Also genau das, was dann am Ende sozusagen zum Vorschein kommt, das Sixpack, das ist jetzt genau diese Partie dann, genau. Genau. Also Carina, musst du auch zugeben, oder? Wenn man auch so eine Werbung sieht, man reagiert ja da schon visuell immer auf so einen flachen Bauch so ein bisschen, ne? Schon ja, immer hin. Jeder möchte ja auch einen haben. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, einen zu kriegen. Genau. So. Noch 20 Sekunden müsst ihr durchhalten. Genau, das macht ihr sehr gut. Und wichtig, wirklich auf den Bauch konzentrieren. Und wenn man es nochmal extra anstrengend haben will, oben nochmal ordentlich anspannen. Dir ist das eigentlich ganz gut, wenn ich mir vielleicht so einen Punkt, dass ich die Halswirbelsäule nicht so überstrecke, kann ich mir so einen Punkt oben einfach suchen. Ist nicht verkehrt, oder? Zum Beispiel, genau. Okay. Wichtig ist einfach, den Hals schön gerade zu halten. Ja, okay. So, die Minute ist auch schon vorbei. Okay. Ich zeige euch mal die nächste Übung. Ja. Und zwar jetzt wieder der Gegenspieler. Ne? Mhm. Was wir jetzt trainieren, ist vor allem der Unterrücken und der Po. Indem wir einfach die Füße so nah wie möglich am Hintern platzieren. Ja. Man nimmt die Füße genau gerade auf den Boden, schaut euch erstmal zu, bevor ihr es nachmacht. Und dann hebt man den Hintern nach oben zur Decke und wirklich hoch, bis man gerade ist. Dann wird nochmal schön angespannt hier und wieder abgelassen. Atmung ist immer ausatmen und wieder einatmen. Genau. Und das machen wir jetzt eine Minute lang. In 3, 2, 1, los geht's. Die Hände kann man schön neben dem Körper einfach liegen lassen. Genau. Und hoch, schön anspannen oben und wieder runter. Genau. Hoch, schön anspannen und wieder runter. Genau. Ist auch immer ganz gut, wenn man Bauch und Rücken gleichzeitig trainiert, im Wechsel, wird immer der eine Muskel zwischendrin entspannt. Ne? Okay. Und man macht ein schön effizientes Workout in 15 Minuten. Und hat wirklich eine gute Anstrengung. Carina, wie geht's dir? Ich höre gar nichts mehr. Du bist so konzentriert. Das gefällt mir. Das glaube ich. Aber es ist trotzdem, obwohl es entspannt ausschaut, aber nicht unanstrengend, oder? Nee, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das ja immer wieder faszinierend, was ja dir uns für Übungen mitbringt, die man zu Hause einfach auf dem Teppich oder irgendwo machen kann, ne? Auf dem Boden, auf der Yogamatte und wo man so eine Effektivität einfach hat, ne? Genau.
Es sind zwar irgendwo ist man begrenzt, aber an sich kann man wirklich den ganzen Körper wenigstens aktivieren und ein bisschen in Schwung bringen. Ne? So, die Minute ist auch schon vorbei. Okay. Jetzt haben wir vorne, hinten, jetzt gehen wir auf die seitliche Bauchmuskulatur. Und als erstes dafür legen wir ein Bein komplett ab. Das andere nehmen wir mit dem Fuß an den anderen, aber gerade aufgestellt. Ja. So, jetzt nimmt man die Hände an die Ohren und führt den Ellenbogen vor zum Knie. Ah ja. In einer rotatorischen Bewegung und hoch. Und wichtig ist, dass man oben nochmal schön die Seiten anspannt. Also raus und rein. Das ist raus. Jetzt für seitlich. Genau, das ist für die seitliche Bauchmuskulatur. Ja. Und rein. Raus und rein. Und dabei immer die Fußstellung hier schön in einem rechten Winkel stehen lassen. Okay. Das ist die Übung. Und damit fangen wir auch an für eine Minute in 3, 2, 1 und los geht's. Genau. Wichtig hier schön auf die Rotation achten. Ja, muss ich auch ein bisschen drauf konzentrieren, ne? Jetzt einfach nur so. Genau. Ne? Du kannst das eine Bein ablegen schön und dann richtig schön reindrehen. Hopp und hoch. Hopp und hoch. Genau. Okay. Interessant ist, das wird Ihnen zu Hause auch so gehen, dass es bei den verschiedenen Übungen manches einem leichter fällt, ne, und anders ein bisschen schwieriger. Da merkt man auch so ein bisschen, wo so ein bisschen die Schwachpunkte sind bei einem, wo man so ein bisschen gezielt auch drauf gehen kann. Ne? Genau so ist es. Okay. Ja. Weil auch im Alltag tendiert man dazu, entweder seine rechte oder linke Seite mehr zu benutzen. Ja. Oder wenn man Sachen hochhebt, mehr aus dem Rücken zu heben oder aus dem Bein. Und das wirkt sich natürlich auf die körperliche Fitness aus. Ne? Da muss man auch aufpassen, so beim Kofferschleppen, ne, dass es vielleicht auch immer so das Gewicht auf beiden Seiten gleichmäßig verteilt ist. Ne? Ich glaube, das ist auch nicht so toll, genau, wenn du so einseitig dann so schwere Koffer schleppst. Die Minuten habt ihr auch schon geschafft. Okay. Sehr gut. Jetzt legen wir uns einfach auf die andere Seite. So wie wir die rechte Seite jetzt trainiert haben, trainieren wir die linke. Auch wieder schön sauber hinlegen mit gespreizten Beinen im rechten Winkel. Kann man ruhig ablegen und die Hand, die am Ohr ist und zum Knie geht, kann oben bleiben. Die andere kann man auch auf den Bauch ablegen zum Beispiel. Und da fangen wir jetzt auch an in 3, 2, 1 und hoch. Man muss noch mal dazu sagen auch, für einen schönen, schlanken Bauch ist natürlich auch Ernährung sehr wichtig. Also das ist ja nur ein Baustein jetzt mit unseren Übungen. Und dafür empfehlen wir Weichgekocht bei hier wir24.tv, weil ja der Dia da die passenden Rezepte auch dazu hat als Feintuning. Genau so ist es. Ja. Und man sagt ja nicht umsonst, das Sixpack wird in der Küche gemacht. Ne? Ganz genau. Vor allem wird das Sixpack im Winter gemacht für die nächste Bikini-Saison. Genau so ist es. Genau, genau so ist es. Hier bei der Übung ist auch wirklich wichtig, schön die Seiten einzurollen. Also wirklich oben nochmal anzuspannen, sich darauf zu konzentrieren. So wird die Übung wirklich, egal wie stark man im Bauch ist, immer anstrengend bleiben. Absolut. Ne? Schön hoch. Genau. Und die Minute ist auch gleich wieder vorbei. 3, 2, 1. Okay. So, jetzt können wir unsere schönen Mikros mal wieder einstecken. Ja. Und die nächste Übung wird wieder auf den Gegenspieler gehen. So, dafür gehen wir in die sogenannte Hundestellung. Ne? Die Beine hier wirklich gerade zum Boden einfach, nach vorne. Und das ist jetzt wieder für den Rücken, ne? Auch Schultern, Arme, ist da alles mit dabei. Man nimmt das eine Bein hoch und diagonal dazu die Hand, führt den Ellenbogen zum Knie und dann wieder hoch zum Knie. Und wieder hoch. Mhm. Und dabei ist wichtig, wenn man oben ist, ich zeige es mir nochmal von der Seite nach, einen schönen geraden Rücken. Na, so muss es ausschauen. Nicht irgendwie hängen lassen, sondern wirklich boom, hochgehen. So ist man dann gerade. Na? Mhm. So, das machen wir jetzt erstmal für die rechte Seite. Ja. In genau 3, 2, 1, los geht's. Und hoch. Da muss man ein bisschen mit dem Gleichgewicht erstmal ein bisschen klarkommen. Genau. Also das andere Bein geht nicht. Aber genau. Genau, immer diagonal. Super, genau so ist es, ja. So. Genau. Also wenn Sie jetzt hier gerade reinzappen und denken, was machen denn die drei da? Das ist Medizin nach Noten. Genau. In der neuen Version, exklusiv nur bei wir24.tv. Sie können sich daheim gerne aktiv sportlich betätigen. Wir kommen mehrfach täglich und die Folgen sind auch in Ruhe noch mal in der Mediathek zu finden. Genau so ist es, ja. So, zack. So. Genau, und hier merkt man auch, ne, die andere Hand ist auch immer angestrengt mit der Schulter.
weil man eben ständig die Balance halten muss. Ne? Also ist wirklich gut. Da auch ruhig in den Boden, in die Matte reingreifen. Ne? Ja. Und dabei die Bewegung ausführen. Also habt ihr jetzt schon gewechselt? Nee. Noch nicht. Also, noch mein Gott. Zack. Noch 10 Sekunden. Ja, Männer und Multitasking, das ist immer so ein Thema. So, 3, 2, 1. Super. Okay. Jetzt, bevor wir anfangen, gehen wir kurz zurück, lockern uns. Super, genau. Und jetzt wieder vor. Diesmal die rechte Seite, die linke Seite. Ja. Also mit linke Seite meine ich natürlich die linke Hand und das rechte Bein. Da auch wieder schön abgestützt. Hier wieder gerade. Ellenbogen zusammen. Und ausstrecken. Genau. Eine Minute und los geht's. Kann schon sein, dass es dem einen oder anderen eine Seite leichter fällt. Ne? Das ist auch normal, oder? Dann das ist völlig normal, weil genau. Irgendwie kommt es mir jetzt vor, als ob ich da wackeliger bin als bei der anderen. Das kann sein, ja. Da ist natürlich das linke Bein das Stabilisierende. So. Das heißt, wenn man tendenziell rechtslastig ist, ja, natürlich. Was ja die meisten ein sind. Ein Problem, was ja natürlich die meisten ja, sind. Okay. Genau. Seit wie vielen Jahren magst du eigentlich Sport? Ja, wann hast du angefangen? So richtig aktiv? 28 und aktiv seit ich 14 bin eigentlich. Ah ja, okay. Damals hat es mit Kampfsport, Thai-Boxen angefangen. Ja, daher auch deine Beweglichkeit. Genau, richtig. Ja. Und ging halt immer so weiter. Okay. So, 3, 2, 1. Aber das Schöne bei Medizin nach Noten ist, es ist keiner zu alt, keiner zu jung, jeder kann mitmachen. Genau so. Finde ich toll. Jetzt machen wir noch eine tolle Übung, die sogar nur für, sagen wir mal, 20 bis 30 Sekunden. Ja. Beine ausstrecken, die Hände ruhig nach hinten nehmen, die Beine hochheben und danach einfach den hier. Ganz locker, für 20 bis 30 Sekunden. Die Beine dabei immer schön gestreckt lassen, die Füße am besten noch anwinkeln, dann kriegt man noch mal mehr Spannung drauf. Und wichtig ist wirklich hier, die Hände nach hinten nehmen. Ja. Und fest in den Boden versenken und festhalten. Okay. Weil dann hat man schön Stabilität drin. Okay. Und das fangen wir jetzt auch an. In 3, 2, 1 und los. Genau. Einfach im eigenen Tempo. Und wieder hoch. Gott, die finde genau. Ich am heftigsten irgendwie. Die ist meistens am anstrengendsten. Die sieht so haarlos aus. Die untere Bauchmuskel mit trainiert. Schön, hat, ne? Dass du die uns auch zum Schluss aufgehoben hast, lieber Dia. Ne? Das nur noch für 10 Sekunden. Das halte ich durch. 9, 7, 5, 3, 2 und 1. Genau. Wahnsinn. So. Sehr geil. Sehr gute Übung. Für jedes Alter. Also das machen Profis bis Anfänger immer durch. Ne? Die letzte Übung, die werden auch viele kennen, ist der sogenannte Plank. Da gehen wir auch komplett auf die Bauchmuskulatur und halten vor allem eine gute Körperspannung. Hierbei ist wichtig, die Arme ablegen und sobald man sich aufstützt, ne, den Unterarm stützen nennt man es auch, ist wichtig, den Hintern nach unten zu nehmen und gerade zu bleiben. Ah. Nicht nach vorne lehnen, ne, und genauso wenig nach hinten zu gehen. Ja. Einfach, dass du richtig wie so ein Brett bist. Genau, richtig. Ist einfach schön, der Unterarm stützt und hier wirklich wird der ganze Körper unter Spannung gehalten. Und da halte ich jetzt einfach so Stille für? Da halten wir einfach Stille für so circa 30 bis 45 Sekunden. Ein schöner Abschluss, wunderbar. Gehen wir jetzt alle auch rein. In 3, 2, 1 und los geht's. Und hier wirklich, genau, Carina macht es sehr gut. Genauso soll es ausschauen. Ist auch eine entspannte Übung, ne? Da kann man sich ein bisschen unterhalten. Aber nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Aber genau, ich habe gerade gedacht, das ist ein gutes Zeichen, wenn unser Sporttrainer auch schwitzt. Ja, also dann waren wir wirklich hier sportiv und produktiv tätig. Man sieht es ja schön auf der Stirn. Ja. Trotz HD-Make-up, Dia. Ne? Ja, ist wirklich so, ja. Aber manche Wahrheiten lassen sich nicht verbergen. Ja. Genau, weil egal wie viele Wiederholungen man letztendlich von den Übungen macht, je mehr man sich darauf konzentriert, auf den Muskel, den man gerade versucht zu betätigen, das nennt man die Mind-Muscle-Connection, desto mehr wird auch aktiviert. Geil, Muscle-Connection, finde ich gut. Genau so ist okay. Es. Na, deswegen einfach durchhalten, schön feste Anspannung. Auch wenn ich jetzt das Zittern hinten anfange, das ist normal. Das ist auch völlig okay. Okay. So, dann gehen wir noch auf 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Puh. Na, und es geht auch so ein bisschen in die Schultern. Okay. Na? Und man ist gut angestrengt, hat seinen Bauch aktiviert.
Okay. Und super läuft. Wenn jetzt Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause sagen, 15 Minuten, das war ganz nett, aber ich habe noch Power, da spricht auch nichts dagegen. Da gibt es kein Übertraining beim Bauch, nein, oder? Auf keinen Fall. Da kann man ruhig 30 Minuten auch schön machen. Wenn man Lust drauf hat, auf jeden Fall, ja. Okay, also ich habe mir wieder Blut geleckt, weil ich muss ehrlich sagen, das habe ich mal ein bisschen vernachlässigt. So ein bisschen Bauch ist immer so ein bisschen... Also ich glaube, das ist noch das Großartige, weil jeder hat es, glaube ich, ein bisschen so vernachlässigt. Ne? Genau. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, mit unserem eigenen Gewicht zu Hause und eine perfekte Anleitung einfach was zu machen. Ne? Dankeschön, ja. So, wir blenden aber auch mal die Instagram-Adresse ein, ne? Unbedingt, dass Sie auch zu Hause den Dia finden können. Ne? Ja. Als Coach, als Ernährungsberater, ne? Als Personal Trainer, das machen wir natürlich zu jeder Show. Wow, die Zeit ist schon wieder rum, so schnell und so entspannt und toll können 15 Minuten sein. Das ist Medizin nach Noten hier bei wir24.tv. Danke Carina, danke dir, es Dankeschön. War wieder ein Fest. Danke zu Hause fürs Dabeisein, dass Sie uns gefunden haben und es geht bald weiter. Bleiben Sie am Ball. Bis dann, tschüss und servus. Jetzt machen wir eine kleine Powerrunde, seid alle mit dabei und wir legen auch gleich los. Wir machen 20 Squats, sogenannte Kniebeugen. Dabei stellen wir uns gerade hin, die Füße ein bisschen breiter als die Schultern, leicht nach außen rotiert und 20 Stück. Alle zusammen. Let's go. 1, 2, 3, genau, schön tief runter. 4, 5, 6, genau, ruhig die Arme mitnehmen. 7, 8 und weiter. 10, sehr schön. 12. Und go. 13, 14, 15, nur noch 5 Stück. 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Als nächstes machen wir Liegestützen. Einmal Frauenliegestützen und einmal normale Liegestützen. Wieder 20 Stück in meinem Tempo. Schön tief runter. Wir aktivieren die Brust. Und 1. Explosiv nach oben. 2 und 3 und 4 und 5 und go. 6 und 7. 8, easy. 9, 10, go front. 11, 12, 13, 14 und go. 15, schön gerade bleiben. 4, 3, 2, 1, 0. Sehr schön. Lust auf mehr, meine Damen und Herren? Dann sind Sie bei uns goldrichtig. Medizin nach Noten mehrfach täglich bei uns im Programm. Wir freuen uns auf Sie. Nach einer kurzen Pause geht es spannend weiter. Hier auf wir24.tv. So fühlt sich dein Sport mit dem falschen Sportgetränk an. Doch damit ist Schluss. Von jetzt an bist du perfekt ausgerüstet. Denn Charge Balance ist maßgeschneidert für deinen Ausgleichssport. Mit allem, was du für einen fitten Körper benötigst. Charge Sport Drinks bestehen aus sorgfältig ausgewählten, hochfunktionellen Inhaltsstoffen. So unterstützen sie dich, optimal dein Bestes zu geben. Charge. Live your nature. Jede Scheibe wird wie die andere, egal ob dick oder hauchdünn. Das Schnittfix schneidet einfach alles. Ob Brot, Käse, Wurst, Gemüse, Zwiebeln. Schnell und einfach, appetitlich geschnitten. Zu Hause oder im Wohnmobil. Hier auf wir24.tv. Wo gehobelt wird, da gibt's Gemüse. Schnell und einfach mit dem TNS 3000. Egal ob Auflauf, Pommes oder Salat. Ob deftig oder süß, das Multitalent sollte in keiner Küche fehlen. Der TNS 3000. Hier bei wir24.tv. Bei Eleni habe ich ja viele Produkte für Sie. Für Ihr Aussehen, für Ihre Schönheit, für Ihr Wohlbefinden. Und wer sich zum Beispiel ganz oft die Hände waschen möchte und das auf biozertifizierte, vegane Art und Weise, da gibt es das Seifenkonzentrat mit Bio-Zitronenmelisse, mit Bio-Lindenblütenextrakt. Und jetzt kommt das Allerbeste, die mitgelieferte Mischflasche. Die füllen Sie damit tatsächlich 100 Mal. Das heißt, das ist auch noch nachhaltig und schont Ihren Geldbeutel. Schauen Sie gerne nach auf www.wir24.tv unter der Rubrik Eleni. Hallo meine Damen und Herren, wir hier bei wir24.tv zeigen Ihnen Reinigungsprodukte aus dem Hause To Clean. Ich bin die Sabine und seien Sie gespannt, was ich für Überraschungen für Sie bereit habe. Clevere und tolle Ideen rund um Ihr Zuhause. Unverzichtbare Haushaltshelfer. Täglich hier bei wir24.tv.
Unsere Geschenkempfehlung zu Weihnachten, die Brotzeitmesser. Da macht das Frühstück Spaß. Die Messer besitzen einen ergonomisch geformten Griff mit Buckelform, eine breite Klinge, ideal zum Streichen, sind scharf und extrem langlebig. Unsere Brotzeitmesser kommen im Quartett, in tollen Farben. Freuen Sie sich auf Ihre neuen Lieblingsmesser. Hier auf wir24.tv. Kleine Eule, große Freude. Kuscheln, wohlfühlen, zudecken und wärmen. Für zu Hause, unterwegs und den Besuch bei den Großeltern. Einkuscheln und wohlfühlen, die kleine Eule. Hier auf wir24.tv. Wir 24, hier schaue ich rein.